Ja, mein Name ist Rainer Stefan Tomek. Ich bin einer dieser Österreicher, die mehr im Ausland waren als im Inland. Und ich habe ursprünglich Medizin studiert, ging aber dann in die Wirtschaft. Und wir haben viel Erfahrung auf dem Sektor Gesundheit, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Und dann, ich habe, das werden Sie gleich sehen, kurz, ich habe. Unter anderem war ich ein Company-Doktor, ich habe Firmen saniert, ich finde Immobilien, unter anderem auch in Bad Gastein und im Gasteiner Tal im Auftrag einer Industriegruppe ein kaputtes, wunderschönes Hotel. Und dieses Hotel war ein Riesenerfolg mit einem Konzept, das Monte Carlo erhalten, lebte damals auch in Monte Carlo 10 Jahre. Und dann ging alles Chari, wie man in Österreich sagt, kaputt durch eine Synergie, die ich damals nicht kannte und von wegen Fehler, ich habe einen riesigen Fehler gemacht, ich habe nicht kapiert, dass die Tschernobyl-Katastrophe 86 und die nachfolgende Schwarze Montag von New York, die vorletzte große weltweite Wirtschaftskatastrophe, mich und unser Unternehmen berührt und habe einfach weitergemacht. Und das war ein Fehler, weil es ging alles kaputt, alle Immobilien blieben aber aufrecht unter neuer Führung. Und darauf bin ich stolz, alle Immobilien, die ich immer saniert habe in meinem Leben, von der Zehnermarie in Wien bis zum Gewerbezentrum in Baden-Württemberg, ist aufrecht. Achso, ich wollte ja nur die Zeit nutzen. Also, wir sind, es ist schwierig, wenn man in 5 Minuten oder 6 Minuten etwas vorstellt oder vorstellen möchte, was über 20 Jahre gedauert hat. Aber was wir geschaffen haben, auch in Zusammenarbeit mit Mike Hosan, der einer unserer Aktionäre ist und Mitdenker seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, wir kennen uns 22 oder 20 Jahre, ist, wir haben unter dem Begriff Integrated Art genau das, was auch heute Thema ist, versucht. Das heißt, wir haben das Paradigma der Ökonomie, der Ökologie, der Kultur und Kunst und der Gesundheit und Nachhaltigkeit insgesamt vernetzt und nennen das Integrated Art und so heißt auch unsere Aktiengesellschaft. Und wir haben das Ziel gehabt zu sagen, was ist sinnvoll für den Menschen und wie können wir mit sinnvollen Dingen angemessen Geld verdienen. Und das ist der Unterschied einer ethisch orientierten Wirtschaft zu einer nur Gewinnmaximierung getriebenen Wirtschaft. Und das haben wir praktiziert, indem wir in dem bisher ungeregelten Markt der Gesundheitsförderung, Ernährung und Prävention Standards, Regeln entwickelt haben, die weltweit gültig sind. Und wir sind seit 2015 ein weltweit zugelassener Standard für Gesundheitsförderung und Prävention, wobei EcoWellness Blau, die medizinische Sparte, die zertifizierte Reha-Klinik, die zertifizierte Praxis betrifft und der Sparte Food, EcoWellness Food, eben alles, was mit Essen zu tun hat, vom Acker bis zur Hotellerie, bis zur Gastronomie. Und unsere Vision ist, dass wir diese Instrumente, die über 140 Wissenschaftler, alles Aktionäre von uns, auch Gerhard Hütter ist dabei, Mike Hosan und viele, viele andere, auch im Raum hier, Frau Lissam aus Leipzig, dass wir diese Dienste, dieses Know-how, diese Strukturen einfach allen Unternehmen zur Verfügung stellen, weil es eben zertifizierbar ist, auditierbar ist, aufbauend auf den Regeln der I-Form, die eben weltweit alle Standards für Ökologie festsetzt, im Auftrag der Regierung. Wir haben gerade unser Kapital erhöht, das würde jetzt alles zu weit führen, aber das ist das Wichtigste. Wir wollen im Gasteinertal, ein fantastischer Ort, ein Hochtal in den Alpen mit unabhängiger Stromversorgung, Thermalquellen, mit einer riesigen Tradition, das modernste Tal und ein Zentrum schaffen für Europa, wo alles das, worüber wir hier diskutieren, tatsächlich auch gelebt wird. Das ist ein Riesenproblem. Eine neue Herberge. Eine neue Herberge, in der alten Herberge und in alten Räumen. Moment. Mit einer großartigen Vision. Mit einer großartigen und Vision und einem großartigen Haus. Wir haben so viele Worte gehabt. Und Stefan bleibt hier und all diejenigen, die sich jetzt auch angesprochen fühlen und da in das Konzept in die Tiefe eintauchen wollen. Das ist das magische Modell.
Ich habe dort Schulskikurs verbracht, fällt mir gerade ein. Ja? Das ist das magische Hotel. Und in diesem magischen Hotel werden die unteren Etagen hier, umgewandelt in ein Ecumenes Health Center. In den Räumen hier können Kongresse veranstaltet werden. Und ein letztes Wort, was besonders ist an diesem Ort, zukünftig ist. Man kann dort wohnen, den Lebensabend verbringen, das will ich auch, oder eben nur eine kurze Zeit da sein und nach wissenschaftlichen Kriterien vom Psychotherapeuten bis hin zum Physiotherapeuten Körper, Geist und Seele finden und muss keinen Krebs kriegen, keine Depression kriegen, man muss nicht an Alzheimer kaputt gehen. Und meine Damen und Herren, lasst uns gemeinsam uns alle vernetzen, dass wir endlich eine Gesellschaft aufbauen, wo die Gesundheit, die Vorsorge, die Salutogenese, das Nicht-Krank-Werden das Ziel aller Dinge ist und das auf Basis eines Standards. Danke.